Was geht ab, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren fetten Folge von Uncharted 4 SC Send. Wir haben die Grabkammer des Piraten gefunden. Mal sehen, was wir hier haben. Mal schauen, was wir hier so finden, liebe Leute. Können wir unserem Bruder den Arsch retten und die 400 Millionen einsacken? Das ist eine Gruft. Eine Gruft hinter einer Geheimtür? Die Geheimtür wurde bestimmt später eingebaut. Als Beuteversteck. Das hat ein alter Mönch geschrieben. Das ist bestimmt ein Code. Ich konnte es noch drehen. Okay. Ab ins Notizbuch. In Notizblock mit dir. Zack, einen Schatz gefunden. Wir haben es gefunden. Wir sind durch. Nice. Da sind sie ja alle. Okay. Jesus, dies Mast zur Linken. Reumütiger Dieb. Gestas zur Rechten. Böser Dieb. So. Können auch mal mit ihm reden. Avery hatte eine Vorliebe für den heiligen Dismas, hm? Tja, Avery hielt sich für einen guten Dieb, oder? Er hat nur nicht-britische Ungläubige ausgeraubt und ermordet. Das ging damals wohl als gut durch. Gut genug. Eine Art Lampe. Hey, Smokey. Ich brauche mal ein Feuerzeug. Smokey. Geil. Hey, du verletzt meine Gefühle. Ach, nicht so sehr wie du deine Lunge. Danke, Vater Duffy. Das ist doch mal was. Natürlich. Das Licht kommt von der anderen Seite der Mauer. Nein! Danke, dass er mit ist, ey. Das wäre mir sonst nie aufgefallen. Nun wollen wir doch mal sehen. Ah, ich kann die Lichter ausrichten. Oh, das gefällt mir. Hey, na bitte. Nee. Den haben wir schon mal. Das sieht gut aus. Hey, geschafft. Du hast es. Okay. Nicht, dass ich das eben schon versucht hatte, aber egal. Sieht wie ein Sternbild aus. Ja, die Waage. Die Waage der Justitia. Eine interessante Wahl für ein paar Piraten. Das stimmt. Okay, probieren wir es mal. Sesam, öffne dich. Falscher Schatz. Okay. Schöne Aussicht, aber kein Schatz. Nein, aber
Da, siehst du die Kreuze? Ja. Hey, ist das eine Höhle? Richtig. Da unten? Ja, ich glaube, Avery will uns sagen, wo es als nächstes hingeht. Und jetzt ist der Zeitpunkt, wo die Bösen kommen, oder? Es gibt hier aber ein Problem. Wenn wir hier lang zurückgehen, müssen wir zur Kathedrale. Und zurück zu Rafe. Mist. Na dann, lassen wir ihn nicht warten. Kann ich das nicht sprengen? Okay. Das ist natürlich jetzt miese Brise. Wir machen ja die Arbeit und der kann damit ernten, sozusagen. Ist. Die haben das Tor da oben geöffnet. Aber gut, da müssen wir durch. Okay, mir nach. Hat jemand was vom Späthof auf dem Berg gehört? Nichts. Meinst du, wir haben Besuch? Schön wär's. Der Sturm hat die Funkgeräte zerstört. Die sind quasi nutzlos. Wenn wir nicht bald was von denen hören, sehe ich nach. Okay. Was Interessantes? Sie sind hier drin! Der steht nicht mehr auf. Ich gewinne! Oh fuck. Durchsuch dieses Gebiet! Hey! Ziele gesichtet! Scheiße, scheiße! Bums! Bro Power! Hä? Huh? Och Mann. Ich wollte gerade in Deckung springen. Ich kann sie sehen. Ach Mann! Nathan! Hört doch auf! Sie sind hier! So. Scharfe Granate! Oh, Scheiße! Boah! Fuck! Fettes Jahrhundert, die Dynamitstange. Oh! Ihr macht mich alle!
Nein. Das ist jetzt meins. Wow, verflucht. Was das jetzt? Mein Gott. Reiß doch langsam. Beide müssen nachladen, nice. Okay, wir sind sicher. Hätte besser laufen können. Hey, wir leben noch. Das muss reichen. Öffnen wir einfach das Tor. Nice. Was für eine Schießerei, Leute. Hallo? Ach, so hätte man das ohne Schießerei machen können. Oh, das wäre aber nur halb so spannend gewesen. Hier müssen noch 1000 Leichen liegen. Nice. Es hat also doch keiner mitbekommen, die sind weiter am Sprengen einfach. Oh, das ganze Team ist tot, aber wir müssen noch sprengen. Wer war das? Scheißegal, wir müssen sprengen. Okay, bereit? Könnte man eigentlich auch drunter kriechen, wie ich finde. Ja. Okay, los. Dir? Toll. Ich hatte auf den Schatz gehofft. Aber so einfach ist es wohl nie, was? Meiner Erfahrung nach nicht. Und da war dieses coole Sternbild-Ding. Ja, das war cool. Nice. Nice. Direkt unterm Hochkreuz. Da will Avery uns sehen. Tja, was Avery will, bekommt er auch. Also dafür, dass das Spiel so alt ist, ne? Die Grafik, die haut einfach immer noch rein. Ne? Wir sind auf dem Weg, aber der Schatz ist näher an der Kathedrale als gedacht. Oh Mann. Und was soll ich machen? Bleib startbereit. Wir sind bald zurück. Mach ich. Meld dich wieder. Mach ich. Ach so. Ich hab schon gedacht, wir können die Kante nicht hoch. Die können aber auch gut springen. Hier ist ganz schön was los. Na, natürlich. Du solltest die Auszeit genießen. Niemand von uns will noch ein Port Moresby verantworten.
Wie wär's mit Klappe halten, wenn ich dabei war? Hm? Für die Quote ist heutzutage alles gleich. Was haben wir denn hier? Sehr piratisch. Weißt du was? Ja. Was fängst du damit an? Dafür noch Munition, wir werden recht nice unterwegs. Okay, der da oben, könnte der uns gefährlich werden? Ich glaube nicht. Nichts passiert. Wir haben sie! Wohin des Weges? Weiß ich noch nicht. Lass mich in Ruhe, du. Halt sie auf! Bam! Letztes Gebet! Das wird ein Schuss. Du hast ihn! Hunger. So nicht. Diesen Kerlen kann man wohl nicht entkommen. Ja, und näher an der Kathedrale werden es noch mehr. Na los. Komm, ich wollte schon sagen, das muss doch da hochgehen, das war doch ganz klar. Kennzeichen. Ach Mist, ich bin zu weit oben. Ja, warte kurz. Ich warte. Mal sehen, was das bei dem Holzding da ist. Mal sehen, was das da bei den Holzdingen da ist. Hey, ich hab was. Na, also. Wo bist du denn? Mann, ist das Ding schwer. Was genau wird das denn? Ein Weg. Nach oben, der sogar dein Gewicht aushält. Ah, danke. Das schreit doch nach einem Versteck. Versteck. Einen kleinen Schatz. Ja, damals habe ich jetzt auch so durchgespielt, da habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht, um irgendwelche Schätze speziell nochmal zu suchen oder so. Meinst du, das haben die Mönche gebaut? Niemals. Das ist eine Art Flaschenzug. Ah, um einen fetten Schatz zu heben? Um etwas zu heben? Wie konnte ich das übersehen? Na, den sollten wir wohl gemeinsam finden. Ah, wie romantisch. Und jetzt? Okay, ich denke mal hier dürften wir schon mal richtig sein. Können wir hochklettern? Na sicher, da. Ist das kalt? Jetzt? Ach du Scheiße. Verstehe. Echt cool. Danke. Okay. Vielleicht keine so gute Idee. Doch. Ach du Scheiße. Holy moly, Macaroni. Heilige Scheiße. Ja. Achtung! Das war unglaublich. Spar dir deine Kraft, okay? Wir sind noch nicht fertig.
Ich folge dir schon. Hoffentlich hält's. Jetzt? Ich mache einfach den waagehalsigsten Sprung, den man hier machen kann. Fuck, 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 fuck! Die ganze Stein bricht ab, alles klar. Geil. Nathan! Ich lebe ja noch. Das Klippenteil ist gebrochen. Das Klippenteil ist gebrochen. Ja. Wem sagst du das? Okay, los geht's. Ja klar. Komm, hüpf. Alles klar. Wer kennt ihn nicht? Oh, mach ich. Ich fühle meine Hände nicht mehr. Ja. Ich glaube, in der Zeit in Panama hat sich mein Blut verdünnt. Ach, keine Sorge. Im schlimmsten Fall verlierst du ein paar Finger. Ja, dann geht's ja. Deshalb haben wir wohl 10. Warte, ich helfe dir hoch. Bitte. Komm schon. Wenn du mich nicht hättest, hm? Ich wäre zu Hause. Mit einem heißen Kakao. Wie alt bist du? 5? Ach komm, du willst doch auch einen heißen Kakao. Naja, schon. Ganz genau. Okay. Ich glaube, das ist eher irrelevant hier, der Felsen. Los. Ja, fein. Mensch. Schade. Nichts passiert? Ich hab nichts gemacht. Er hat gesessen. Meine Munition ist. Oh, Scheiße. Runtergefallen, wollte ich gerade sagen. Das mit den Idioten. Ja. Das kann man nie sagen. Die Idioten sind überall. Da muss man aufpassen. Na, 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 na. Na, 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 na. Ah, ja, ja, Tatan ist wieder da. Hey, Vorsicht. Die könnte nach der Explosion instabil sein. Söldner. Aber Rafe weiß es eigentlich besser. Hey, Sam, hilf mir mal.
Was, wenn das die einzige Stütze des Tunnels ist? Dann tut es mir leid. Okay. Siehst du? Kein Problem. Ja, endlich mal. Okay. Das war nur ein Teilerfolg hier. Kommen wir da hoch? Da ist die Wand. Nathan, ja, ja. Ich weiß schon selber, dass wir hier wieder rutschen dürfen. Je. So. Dillo. Dillilili, sozusagen. Wo sind sie? Hier sind wieder ein paar Balken. Ja, mach die Hose sauber. Gott sei Dank. Nö, aber egal. Für einen Sprung dürfte es reichen. Wie es mit dir jetzt weitergeht, ist fraglich. Ach nö. Hey, sei bei denen super vorsichtig. Ja. Oh, hey, da unten. Alte piratenmäßige Schiffe. Oh, Mist. Weißt du noch, super vorsichtig? Danke. Fuck. Okay. Oh mein Gott. Okay, alles gut. Alles gut. Der schafft das schon. Neuen Tagebucheintrag. Ah. Also ich muss sagen, das haben die ja schon für damals. Die Piraten natürlich, das ist schon ganz gut gebaut. Junge, der Sturm wird stärker. Wie sieht's aus? Ja. Wir gehen jetzt in die Höhle. Die Höhle? Ja, in die Grotte. Eventuell haben wir keinen Empfang. Mach dir keine Sorgen. Gut. Ich lass für euch das Licht an. Okay, ich melde mich. Geschafft. Ein ziemlicher Umweg. Diese Schorleinschweine waren direkt neben der Höhle. Ja, aber wir sind wohl die Ersten hier drin. Jetzt wird's auch noch feucht. Schön. So. Und dann machen wir wieder einen Cut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also, Spannung ist auf jeden Fall am Start. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst eine Bewertung da, schreibt was in den Kommentaren, würde ich mich freuen. Wenn ihr noch kein Abonnent seid, lasst gern ein kostenloses Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Bis zur nächsten Folge, haut rein.